Hallo und herzlich willkommen zurück seit 4 Monaten vielleicht zu Let's Play Pokémon Platinum Together. Und das letzte Mal hatten wir uns für die Pokémon Liga vorbereitet. Ja, ich habe da ein gutes Stück trainiert und ein paar neue Pokémon ins Team reingepackt. Ich weiß nicht, ob ich das am Ende von meinem letzten Part noch gezeigt habe, aber zeig einfach mal, was wir da jetzt alles im Team drin haben. Ich habe ein bisschen aufgestockt. Haben wir jetzt 3 neue Lechis drin? Ja, Giratina, Dialga und Palkia, die sind neu dazugekommen. Nick, Whitey und Wupan durften im Team bleiben. Ja. Ausgerechnet die 2 Kampf-Pokémon jetzt schon, ne? Ja. Jetzt kann mich schon fast gar nicht mehr erinnern, was wir vorher hatten. Da war, glaube ich. Wir hatten noch ein Fulipurba, wir hatten ein Bojelin und dann hatten wir noch Luxtra. Genau. Ich gehe einfach mal rein. Ich denke, am Anfang kommt eh keiner. Ja, Wupan nach vorne schmeißen musste dann noch, weil wir haben Herb. Na gut, Herbaro ist der Erste. Und. Der kommt mit Käfern. Okay, der sollte definitiv kein Problem sein. Ja. Gegen den sind wir, glaube ich, sogar noch leicht überlevelt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, auf welchem Level die Top 4 hier insgesamt ist, aber ich weiß, dass Cynthia über Level 70 ist. Also ich habe deswegen mal alles auf 70 trainiert und vor allem, weil Dialga und Palkia schon auf Level 70 waren. 65, ich dachte jetzt 64, aber passt schon. Ja, Flammenblitz oder Hitzekoller, suchst dir aus. Ach, erstmal mit Flammenblitz, ich denke, das reicht. Sind beide ungefähr gleich stark. Wupan ist, glaube ich, auf der physischen Seite ein bisschen stärker und hat. Aber Hitzekoller ist dafür die etwas stärkere Attacke. Macht halt dafür Rückstoß. Ja, Jan Mega ist das Pokémon mit der höchsten KP-Basis. Also das Käfer-Pokémon mit der höchsten KP-Basis. Nur mal als kleiner Fun-Fact, der hat sogar mehr als Ramat. Ja, aber. Achso, das höchste Käfer-Pokémon mit der höchsten KP. Ja, das wollte ich schon sagen, Wailord hat ja definitiv mehr. Oh, ja, Hytyra hat auch deutlich mehr. Und Piondragi würde ich jetzt einen Hitzekoller drauf haben, weil Piondragi ist auf der physischen Seite richtig stark und außerdem hat Piondragi nicht mal einen Käfertypen. Gift und. Gift und Unlicht, da kommst du ja nicht nur mit Boden wirklich durch und na gut, das Ding ist jetzt schon Level 69. Also ist das schon sein stärkstes oder kommt da noch was Besseres? Ich meine, sein Honweisel ist sein Signature, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Mal schauen, mit was er jetzt ankommt. Aeroas, das sollte uns nicht umhauen. Schaden machen ja, umhauen nicht. Okay, da müssen wir auf jeden Fall. Volltreffer. Hitzekoller macht jetzt nur noch halb so viel Schaden wie vorher. Dann müsstest. Flammenblitz besiegt uns nochmal, oder? Dann hau Nahkampf rein. Ah, okay, stimmt. Das geht natürlich auch. Der hat ja keinen Käfertyp. Der Unlichttyp gibt ihm neutral. Gedöns. Und jetzt solltest du Wupan spätestens auswechseln, weil mit minus 2 Spezialangriff und minus 1 auf beiden Verteidigungswerten. Solltest du die nicht mehr drin lassen. Scaraborn. Palkia kann Feuerattacken, Whitey kann auch Feuerattacken. Bei Dialga bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich ihm noch einen Feuersturm gegeben habe oder nicht. Ich denke, Palkia passt. So, Scaraborn, das dürfte kein Problem sein. Ist auch nur 67 jetzt. Haben ja einen sehr, sehr schönen Movepool auf Palkia. Da konnte ich mich richtig austoben mit den ganzen TMs. Ist das knapp? Nee, das ist auf jeden Fall besiegt. Das verwirrt mich immer so, weil das immer so langsam geht, aber das ist, glaube ich, Volltreffer. Ja, Scaraborn hätte eine gute Spätstep, aber Palkia hat einen wahnsinnigen Spezialangriff. Und Wiesel, da bleiben wir drin. Honweisel hat zwar 2 sehr gute Verteidigungswerte und einen Erzwinger, aber hau einfach drauf. Im Zweifelsfall mit dem Surfer. Der Surfer macht ja auch ordentlich Schaden. Ich meine, da hast du einen Step plus Weißorb-Verstärkung drauf. Ja, aber der Feuersturm reicht hier auch schon.
Sollte man nicht unterschätzen, was ein Palk hier alles an Schaden raushauen kann. Sherox, irgendeine Feuerattacke und fertig. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja umso effektiver. Aber outspeedet uns das nicht schon? Nee. Okay, das also stimmt, bitte. Sherox ist scheiß langsam. Das Ding hat 65 Init Base und Palkia steht da mit einer 100. Unterschätzt mal nicht, wie schnell die Leggies alle sind. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich hatte gedacht, Sherox wäre allgemein relativ schnell. Nee, der ist ziemlich langsam sogar. So, dann die nächste ist Theresa. Da kannst du Palk ja vorne reinhauen und einfach mit Surfer sweepen. Kein Applaus für dich, das war zu einfach. So, Palk ja nach vorne. Ja, bei Ignaz ist Palk ja auch der MVP. Okay, also wird noch zweimal gewechselt. Das von Pokémon. Obwohl beim letzten ist ja auch relativ. Oh, sie fängt mit Velsa an. Du. Mach dir einen Spaß und schmeiß mal Giratina rein. Sandsturm, okay. Macht jetzt nicht allzu viel. Ja, einfach Energieball raus. Velsa stirbt beim ersten Anzeichen einer Pflanzenattacke. Vierfache Schwäche, ne? Ja, Wasserboden. Scheiße, jetzt habe ich nicht gewechselt. Egal. Aber was effektiv ist, Erdgriff bringt nichts. Schemenkraft, naja. Oh, da ist der Killian weg. Dann rufe ich den gleich mal wieder an. Ich tauche gerade Palki auch aus. Jetzt leckt es wahrscheinlich auch ein bisschen. So, ich rufe den mal wieder an. So. Wieder dabei. Ja, aber du musst mir noch eine neue Übertragung geben. Ja, genau, bin schon dabei. Also habe ich was verpasst. Na, ich habe nur Palkia reingewechselt. Na gut, Surfer und das hat sich. Skorgro hat nicht unbedingt die beste Spezialverteidigung. Die ist zwar okay, aber. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwas Palkia überlebt. Hippoterus. Oh, jetzt haben wir Dauersandsturm. Was im Endeffekt eigentlich nur die Dauer rauszögert. Ich meine, wenn eh alles One-Hit ist. Ja, Gesteins-Pokémon kriegen halt davon einen Bonus, dass sie plus 50% Spezialverteidigung kriegen im Sandsturm. Und ich meine, sie hat ein Gestein-Pokémon drin oder Geo zwei. Ja. Geowas und Rihornio hat sie, glaube ich, noch. Aber die solltest du dank Doppelschwäche trotzdem one-hitten können mit dem Surfer. Ich meine, bei Rihornia kommst du, glaube ich, sogar durch Felskern und den Sandsturm durch. Was ich eigentlich immer ganz cool fand, war Rihornia, genau, mit Sandsturm und dann Hammerarm oder je nachdem. Was eigentlich ich spiele es mit Offensivweste und wenn ich einen Sandsturm dazu kriege, umso besser, dann hält das Ding nämlich speziell mehr aus als physisch.
Oh, 71, okay. Einfach Surfer drauf. Ich meine, du hast super Spezialangriff, du hast einen Step, du hast einen Weißorb drauf. Und du außerdem Doppelschwäche. Ja, 243 okay. Spezialangriff. Das ist schon einiges. Und da sind jetzt kaum EV drauf. Wobei, ein paar habe ich draufgepackt, muss ich dazu sagen. Ich habe noch ein paar Vitamine im Schleierde gekauft, damit die noch damit zumindest ein paar EV bekommen haben. So, der nächste ist Ignaz, der Feuer-Top 4. Darfst du ja dreimal raten, wen du da vorhin lassen darfst. Ich gucke nur kurz, ob der noch genug HP hat. Obwohl das eh kein Problem sein sollte, ja, das reicht auf jeden Fall. Ich habe Hypertränke genug gekauft. Also, da brauchst du auch nicht sparen. Ja, aber ich denke, da passiert jetzt eh nichts, also von daher. Das Schlimmste, was er da antun kann, ist einen Sonnentag raushauen. Palkia ist einfach stark. Ja. Und so wie es aussieht, packst du die Top 4 komplett und ich darf einen Champion dann nur noch machen. Also es ist auf jeden Fall, wäre es ganz gut, wenn man das mit Abspann. Also es ist mit Abspann auf jeden Fall gut, wenn es dann zeitlich so passt. Da man nicht unnötige Überlänge, obwohl der Abspann hier dann auch relativ egal ist, ob der in Überlänge endet. Ja, Hauptsache wir kriegen dieses Projekt endlich mal fertig. Ich warte ja schon seit über 4 Monate oder so drauf, dass wir das endlich mal weitermachen. Dabei wären es ja nur noch diese letzten 2 Folgen gewesen und so. Flamara, ein Pokémon mit einer extra guten Spezialverteidigung. Aber... glaube mal trotzdem nicht, dass es den Surfer von dem Palkia überlebt. Unwahrscheinlich. Ja. Also, mein Flamara könnte das sogar hinkriegen, weil meinen Flamara spiele ich mit Offensivweste und Max KP. Und Panferno kommt noch. Ich spiele ja ganz gerne Arcani, obwohl es eigentlich nicht so stark ist, aber es ist halt einfach mein Lieblings-Pokémon. Aber der sind die Movesets meiner Meinung nach nicht immer so optimal. Für Arcani habe ich eigentlich 2 ziemlich effektive Sets. Und zwar ein offensives und ein defensives. Ich habe es, glaube ich. Was habe ich? Ich habe, glaube ich, auf KP und Angriff. Ein tanky Arcani. Ja, genau. Sieht man auch selten. Also, ich habe eins, das voll defensives und ich habe eins, das voll offensives. Ich weiß nicht, ich spiele es halt mit Feuerblitz, glaube ich. Okay. Also, und Morgengrauen wird dann wahrscheinlich noch mit dabei sein, oder? Nee, das habe ich nicht. Das ist halt von meinem Playthrough, das Arcani. Das ist nicht optimal. Also, das ist auf keinen Fall. Aber es tut halt ziemlich viel, sich selber Schaden zufügen, das mit Überreste und KP. Ja, gut. Da mein Volloffensives, da sage ich Scheiß drauf, das Ding soll sterben und dabei noch irgendwas mitnehmen. Und sogar noch einen vollkommen überflüssigen Volltreffer zum Schluss gemacht. So. Der nächste ist der Lucian, der Psychotyp. Das letzte Mal haben wir den einfach mit Whitey gesweept. Dann? Da haben wir keine Ahnung, ob das jetzt wieder funktioniert. Das letzte Mal hat er uns aber auch auf plus 4 boosten lassen. Oder plus 6? Ja, ich glaube, der hat uns sogar auf plus 6 boosten lassen. Ansonsten wäre Giratina hier allerdings die beste Wahl, um es nach vorne zu schmeißen, einfach wegen Schemenkraft. So, dann gehen wir Giratina auch gerade noch, obwohl ist egal. Die 20 HP interessiert es auch nicht. Oder ja, 36 sogar. Ja, Giratina hat verdammt viel KP. 150er Base. Ja,
Das Ding, es geht nicht so leicht kaputt. Also 5 Minuten pro Gegner und die meiste Zeit haben wir am Zuschauen des Lebenbalken, wie der runtergeht, verbracht. Ja. Cynthia wird dafür nochmal eine Herausforderung. Vor allem, weil ich momentan nicht unbedingt eine Ahnung habe, wie ich an ihrem Knackrack vorbeikomme. Wobei, so eine grobe Ahnung habe ich schon. Ich würde da jetzt einfach. Ja. Ja. Einfach Schemenkraft. Da haut zwar jetzt ein Reflektor raus, aber. Ja, die Verteidigung. Ja. Pantimos hält trotzdem nicht wirklich viel aus auf der physischen Def und eine Schemenkraft. Eine effektive Schemenkraft. Volltreffer. Okay, Volltreffer ignoriert den Reflektor dann sogar noch. Siana. Siana sollte sogar schneller als Giratina sein. Also, da wirst du einen Hit einstecken. Aber den überlebst du. Hm, haut eigentlich schon ganz gut rein. Ja, es ist ja schließlich ein Psyana, was erwartest du? Ja, schon klar, aber ich hab gedacht, die HP macht's ein bisschen wett. Ja, so, überleg mal, das war eine effektive Attacke von einem Pokémon, das 130 Spezialangriffsbase hat. Dafür hat Giratina das sehr gut weggesteckt. Bonzong. Da müsstest du jetzt mit einer Feuerattacke ran. Oh, scheiße. Ah, ich drück dir immer S, ich will das gar nicht, aber vielleicht. Giratina hat ja keine Feuerattacke, oder? Nö, hat er nicht. Und ich glaube, dass das Ding Schwebe hat. Also. Komm. Ja, Peitsche. Ein Feuersturm hast noch drauf. Ansonsten hast du Wupa noch. Der hat 2 Feuerattacken. Also ob wir 2 oder ein Feuersturm haben, ist egal. Danach ist eh leer. Nach Erzwinger. Ja, der Erzwinger ist von dir. Ach so, okay, stimmt. Ach, deswegen hat das jedes Pokémon. Ja, Giratina hat keinen Erzwinger. Der hätte einen Erzwinger in seiner Wandelform, allerdings ist der in seiner Urform und da hat er Schwebe. Dafür hat er in der Urform aber auch ein bisschen mehr Angriff. Aber noch irgendwas, was? Surfer einfach drauf. Er hat gerade seinen Spezialangriff und Spezialverteidigung, glaube ich, geboostet. Ja, der hat 2 Gedankengute drin. So, und jetzt kommt höchstwahrscheinlich ein Trank von ihm. Oh, das kloppt rein. Ja, hau einfach weiter drauf. Okay, sonst Wuppern. Aber N2 Angriffe können wir noch rausholen. Jo, und wenn ein Crit dabei ist, dann hat sich das. Du könntest natürlich auch versuchen, mit dem Raumschlag drauf zu hauen, der hat eine erhöhte Crit-Chance, was so viel ist wie doppelte Crit-Chance. Da würdest du durch seine plus 2 Spätz-Def durchkommen. Aber. Das Glück ist nicht auf unserer Seite. Ein Versuch war es wert. Außerdem sieht Raumschlag episch aus. So, jetzt müssen wir da mit irgendwas physisch draufhauen. Ja, das passt nicht. Wuppern. Entweder das oder du, ja, hau Wuppern rein und klopp ihm einfach einen Nahkampf oder einen Flammenblitz rein. Flammenblitz wäre, glaube ich, besser. Jupp. Und dann nochmal Giratina, je nachdem, was es ist. Ja. Der hat noch Galagladi und noch irgendwas. Also Galagladi ist sein Signature. Und den wird er jetzt höchstwahrscheinlich reinschicken, oder? Ja, Simsala hat er noch. Ja, dann schmeiß Dialga rein. Hat der auch mal was zu tun. So, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du machst YOLO Eisenschweif und wenn du triffst, one-hittest du ihn, oder du überlegst dir mal, ob du einen Zeitenlärm ausprobierst. Also, wir machen mal Zeitenlärm einfach, damit wir es auch noch im
Playthrough sehen. Oh, der hat einen Fokusstoß drauf. Okay, das ist jetzt nur das Risiko, wenn der davon nicht kaputt geht. Aber es ist ein Zeitenlärm. Mit Step und Typverstärker drauf. Also, und jetzt musst du es aber auswechseln, weil sonst hast du eine Aufladerunde drauf. Schmeiß Giratina oder Whitey rein. Also, Giratina soll es auf jeden Fall. Eine Schemenkraft, one-hitted das Teil auf jeden Fall. Die Frage ist, ob du den nächsten Angriff von diesem Galagladi überlebst. Wer kann ja zumindest keine Kampfattacken um die Ohren zwiebeln. Bestenfalls Psycho. Wir sind sogar noch schneller. Ja, das ist gut. Galagladi hat eine Init von 80, Giratina hat 90, aber das sind 5 Level dazwischen. Ja gut, ich habe glaube ich ein paar EV reingepackt. Und da ist es weg. Giratina hat ein paar EV bekommen beim Training. Ja. Und ich würde sagen, Cynthia mache ich jetzt dann. Ja genau, ich tue nur gerade alle nochmal, oder das kannst auch du machen. Dann ja, ich mache das einfach offscreen. Okay. Dann stelle ich mich hier hin. Das ist ja egal. Ah gut, dann mache ich jetzt schon mal. Dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Jo. Dann stopp.